Hallo, das sind Sie ja. Mensch, ich habe Sie beinahe überhaupt nicht gesehen. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte Sie einladen, mit mir einmal diese Stadt zu erkunden, zu der dieser schöne Park hier hinter mir gehört. Und ich werde Ihnen was über das Geheimnis der 3 Ks erzählen. Und vielleicht kommen Sie auch schon drauf, in welcher Stadt wir uns befinden. Neugierig geworden? Dann kommen Sie doch mal mit. Und hiermit haben wir die erste Station unseres kleinen Stadtquizzes erreicht. Und das mit diesen geheimnisvollen 3 Ks möchte ich auflösen. Es handelt sich nämlich um die 3 berühmten Söhne dieser Stadt, allesamt mit dem Vornamen Karl. Der erste war Karl Wilhelm. 1715 gründete er diese Stadt und der Legende nach ist es eine Traumstadt. Denn der Grundriss ist ihm im Traum erschienen. Und der junge Mann hier hinter mir, der ist es nicht. Denn sonst wäre es ja eigentlich viel zu einfach. Ich zeige Ihnen noch mal ein paar andere Hinweise, aber dafür benutze ich dann doch lieber das Rad. So, und hier sind wir schon bei dem zweiten berühmten Karl dieser Stadt. Es ist Karl von Drais. Und er erfand, was jeder von uns kennt, nämlich das Vorgängermodell des Fahrrads. 1816 herrschte in Europa eine große Hungersnot. Selbst die Pferde waren gegessen. Da suchte man ein alternatives Fortbewegungsmittel und Karl von Drais erfand die Draisine. Und jetzt machen wir es auf zum nächsten bekannten Karl dieser Stadt. So, und nun sind wir hier bei dem dritten berühmten Karl dieser Stadt angekommen. Und weil sein Name etwas für Exklusivität steht, mache ich mich denn prompt auch etwas schicker. So, dieser Karl, wenn ich den Nachnamen verrate, wissen Sie, wer es ist, Karl Benz. Er erfand 1885 das erste moderne Automobil. Und 1888 bekam er dafür sogar den ersten amtlichen Führerschein der Welt. Schauen wir doch mal, was sich in dieser Stadt noch so alles befindet. Ja, jetzt haben wir ja schon einige Orte gesehen. Mal sehen, ob wir vielleicht noch ein paar Hinweise einsammeln können. Vielleicht finden wir ja noch jemanden, der uns einen Tipp geben kann. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie. Ich hänge mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster. Sie sind nicht von hier. Nein. Was würden Sie denn sagen, was man in dieser Stadt unbedingt noch anschauen müsste? Das Schloss natürlich. Das Schloss natürlich. So, ich denke auch ohne weitere Hinweise werden Sie bereits herausgefunden haben, wo wir uns befinden. Und? Haben Sie es gewusst? Vielen Dank, dass Sie mich auf dieser kleinen Städtetour begleitet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja mal in Karlsruhe. Ich würde mich freuen.